Heute besprechen wir, wie du trotz Angeschlagenheit weiterlernen kannst. Zum Beispiel, weil du einfach gerade im Winter ein bisschen am Kränkeln bist, aber die Oberstufe einfach drückt und du dir jetzt gerade einfach keine Pause leisten kannst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und wie immer, wenn man wirklich was Größeres erreichen will, wie zum Beispiel seinen Traumabiturschnitt, dann gibt es einfach Phasen, da kannst du keine Pause machen. So traurig es auch ist, aber ich bin ganz großer Fan von Gesundheit geht vor, und es ist auch wirklich so. Aber gerade in der Oberstufe, manchmal ist einfach eine Klausurenphase und jetzt kommt vielleicht der Winter, du fühlst dich nicht ganz so gut und du musst einfach durchziehen. Und weil ich weiß, dass viele von euch damit gerade zu kämpfen haben, hier dieses Video und wie du auch in solchen Momenten weitermachst. Erstens, geh alles entspannt an. Auch wenn man vielleicht das Gefühl hat, oh shit, ey, jetzt, ich muss aber jetzt wirklich, okay. Du kannst dir vielleicht keine komplette Pause leisten. Es geht vielleicht nicht, dass du einfach mal 3, 4, 5 Tage sagst, du machst gar nichts, ja. Aber trotzdem solltest du dich jetzt nicht zusätzlich stressen, weil es ist ja eh schon doof, dass es dich in so einer Situation vielleicht erwischt hat oder du gerade nicht so auf deinem Top-Level bist. Aber das Wichtigste ist jetzt, dass du nicht noch mehr Stress für dich kreierst, nicht noch mehr Druck, noch mehr Enttäuschung, noch mehr Verzweiflung, sondern dass du mit Selbstliebe mit dir umgehst. Wirklich sagst, hey, ich bin stolz auf mich, dass ich auch, obwohl es mir jetzt vielleicht gerade so geht, trotzdem durchzieh, aber trotzdem mit einer gewissen Entspannung, weil es wird so einen riesigen Unterschied machen, auch wenn es sich nicht so toll anfühlt. Es wird sich irgendwie besser anfühlen, wenn du von dir selbst heraus mit Liebe gehst, anstatt mit Angst. Zweitens, minimiere das Gefühl. Was meine ich damit? Wenn du zum Beispiel, was ich immer super viel hatte, an kalten Händen leidest oder auch an kalten Füßen, dann tu alles dafür, dieses Gefühl zu minimieren. Ich zum Beispiel bin kurz vor meinem Mathe-Abitur, habe ich mir so eine richtig dumme Erkältung, obwohl es ja sogar im Sommer war, oder zumindest im Frühling, eingeholt. Und ich dachte mir, das kann doch jetzt nicht sein, das kann doch jetzt nicht sein. Und ich bin sowieso schon empfindlich, was kalte Füße angeht. Und wenn du dann auch noch angeschlagen bist, zieht der Körper ja da das ganze Blut auch noch raus. Und dann war das so richtig schlimm. Und ich konnte im Prinzip mich fast nicht auf das Lernen konzentrieren, weil ich die ganze Zeit mit meinen Füßen irgendwie wackeln wollte, meine Zehen bewegen, einfach um da ein bisschen Wärme reinzubekommen, bis ich mir irgendwann gesagt habe, ey, ohne Spaß, diese Ablenkung ist so groß, das kann ich mir nicht leisten, dass ich mir wirklich einen ganzen Topf, ich weiß gar nicht, was es war, ich glaube so ein Gartending, wo du eigentlich so Äste reintust, um die zu so einem Container zu transportieren, also wirklich so ein fettes Ding aus Plastik mit warmem Wasser vollgemacht, unter meinen Schreibtisch gestellt und da meine beiden Füße rein, um wirklich, auch wenn es vielleicht nicht das Allerbeste ist, was man machen kann, wirklich vollen Fokus darauf zu haben, dass ich meine Sachen gut machen kann. Das heißt, egal was du hast, wenn du hast das Gefühl, du hast übelste Kopfschmerzen, versuch diese Kopfschmerzen zu minimieren. Vielleicht mit einer Tablette, auch wenn ich echt da nicht der Fan bin von einer Tablette. Deswegen wäg das wirklich auch mit deinen eigenen Werten ab. Oft bringt das auch gar nichts. Aber gerade wenn du durchziehen musst, dann ist es vielleicht auch manchmal, wenn es aktuell wirklich Tage sind, die so, so entscheidend sind, wirklich sinnvoll, auch nur kurzfristige Lösungen zu finden, anstatt sich die ganze Zeit rumzuplagen auf einem natürlichen Wege, weil das ist einfach manchmal so entscheidend, dass du da wirklich diese Ablenkung minimierst, um dich voll auf deine Sache konzentrieren zu können. Drittens, arbeite nur nach Gefühl. Sprich, wenn du sonst jemand bist, der sagt, da habe ich meine Routine und da plan. Ich bin ja auch ein ganz, ganz großer Fan von Gewohnheiten. Aber in so einer Phase ist es einfach nicht angemessen. Wenn es dir eh schon nicht so gut geht, dann zwing dich nicht dazu, ja, aber jetzt habe ich noch da meine Abendroutine. Und ich habe mir gesagt, ich fange um 14 Uhr meine Hausaufgaben an. Hey, wieder der Punkt Selbstliebe, ja, das ist so wichtig, weil, wenn du merkst, meine Nase ist zu, mein Kopf ist zu, ich kann jetzt gerade einfach nicht weiter, das ist egal, ob auf deinem Plan steht, dass du jetzt eigentlich noch eine Stunde zu lernen hast, mach eine Pause, mach vor allem eine sinnvolle Lernpause, dazu habe ich ja auch schon ein Video gemacht, findest du rechts oben, wie du wirklich eine Lernpause sehr sinnvoll gestaltest, und wenn du das machst, dann wirst du wahrscheinlich auch viel, viel schneller wie ein State kommen und denkst, okay, mir geht es zwar immer noch nicht so gut, aber ich kann eigentlich weitermachen. Und genau dieses Gefühl musst du dann aber genauso nutzen. Das heißt, du gehst nach deinem Gefühl, was zum einen bedeutet, mehr eine Pause machen, wenn du es wirklich brauchst, aber gleichzeitig, wenn du merkst, okay, ich bin jetzt wieder ein bisschen ausgeruht, setz dich sofort wieder ran, weil du wirst in so einer Phase niemals an dieses Gefühl rankommen, wo du das denkst, oh, mir geht's super. Das wird es niemals sein. Das heißt, in dem ersten Moment, wo du denkst, okay, ich könnte auch ein bisschen was machen, mach's auch, weil diese Sekunden sind wirklich unfassbar viel wert. Viertens, arbeite nicht nach Gefühl. Das heißt, ich widerspreche mich jetzt gerade innerhalb von einer Minute, aber es ist leider die Wahrheit. Oft ist die Wahrheit auch einfach ein reines Paradox. Denn so wichtig es ist, dass du wirklich auf deinen Körper hörst, so wichtig ist es auch, dass du verstehst, es wird sich nicht geil anfühlen. Wenn es sich geil anfühlen würde, müsstest du dieses Video hier nicht anschauen. Weil es ist natürlich klar, dass dein Körper, vielleicht wenn du nicht fit bist,
der lieber im Bett liegen würde. Natürlich, natürlich, der hat gerade gar keinen Bock auf Hausaufgaben, gar keinen Bock auf Lernen, gar keinen Bock auf Klausur. Aber er steht vielleicht gerade einfach an. Und dann gilt es im gleichen Maße, wie gesagt, da gehört ganz, ganz viel Körpergefühl dazu und wirklich auch sehr gutes Abwägen im Kopf. Aber manchmal gehört es dann einfach, sich trotzdem hinzusetzen, auch wenn es sich nicht gut anfühlt, und einfach mal durchzuziehen. Fünftens, lass Dinge aus. So sehr das oft in unserem Kopf ist, das ein absolutes No-Go ist. Nicht, für mich war es auch so. Eine Nachprüfung war für mich, ne, never ever. Und wenn ich übel krank bin, ich gehe trotzdem zur Klausur, bababam. Aber manchmal macht es einfach keinen Sinn. Wirklich Dinge auch strategisch auszulassen, ist unfassbar sinnvoll und fühle ich, das ist mir ganz, ganz wichtig, fühle ich dafür auch nicht schlecht. Wenn es dir wirklich nicht so gut ging und auch wenn es nur bedeutet, dass du einfach mal, dass dir in 4 Tagen echt nicht gut ging und dann am 5. oder 6. Tag ist die Klausur, wo man sagen würde, da warst du eigentlich wieder fit. Ja, vielleicht warst du da wieder fit, aber du konntest aufgrund der anderen 4 Tage gar nicht dich richtig vorbereiten, dann ist es in meinen Augen vollkommen in Ordnung, da daheim zu bleiben. Vollkommen in Ordnung. Genauso einfach mal einen Tag, wo wirklich eine Ex-Gefahr nach der anderen ist, bleib einfach daheim und ruh dich aus. Vollkommen legitim, auch wenn man sagt, oh, das ist ja nur Schnupfen oder so. Wenn du wirklich das Gefühl hast, ey, irgendwie, das muss sich unfair für mich anfühlen, dann mach das. Hör auf dich selbst, du bist da voll im Recht. Du ziehst eh schon so gut durch. Und oft ist es wirklich so, dass wenn du nur eine Sache aus dem ganzen Plan, den du dir, oder was vor dir liegt, einfach nur rausnimmst, wird das Ganze so, so viel einfacher. Und es wird dir wahrscheinlich auch viel, viel leichter fallen, das Ganze noch wirklich sinnvoll zu machen. Und ganz wichtiges Motto. Lieber mit 100% die Nachprüfung als mit nur 70% die richtige Klausur. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo.